Oh, er steckt den Ball wirklich noch durch. Aber Neuer hat ihn, Neuer hat ihn nicht. Ja, genauso wie auf der anderen Seite lässt er den Ball einfach abprallen. Welcome back, welcome back, welcome back to Strohback und EFC 24, Euro 24, dritter Spieltag, die Schweiz gegen Deutschland. Ich würde real life sagen, wir gewinnen knapp mit 2:1 und dann wäre es der dritte Sieg, 9 Punkte, großartige Vorrunde könnte das werden, was die FC 24 Prognose aussagt, das siehst du jetzt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Halbzeit. Ich spiele natürlich Deutschland in den weißen Trikots gegen die Schweiz in den roten Trikots. Mal sehen, wie das im Real Life wird. Da die Schweiz schon der härteste Gegner in unserer Gruppe ist, muss man ja dazu sagen. Anders kann man das gar nicht betiteln. Oh, das wäre fast das 1:0 gewesen, wenn Jan Sommer nicht seine Pranke rausgeholt hätte. Oh, das wäre ein richtig guter Start in diese Partie. Aber leider, nein, leider verhindert Sommer das Tor. Oh, der war auch nicht so schlecht. Kai, Junge, schade Marmelade, schöner Rückfallzieher. Und dann aber am Tor vorbei. Ja, es kann nur schwierig werden. Auch im Real Life kann es wirklich nur schwierig werden. Gegen die Schotten haben wir ein Torfestival abgehalten. Muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich so nicht erwartet, dass die Schotten da so, oh, so leicht zu bespielen sind. Also, da waren die im Vorfeld in der, oh, war der knapp, natürlich in der Qualifikation, so, waren die natürlich einen Ticken besser. Gegen Deutschland haben sie irgendwie einen schlechten Tag erwischt. Gut, was willst du machen? Naja, die Ungarn haben gegen die Schweiz ja auch keinen so guten Tag erwischt gehabt und am Ende waren die Ungarn auf jeden Fall gegen uns auch nicht so schlecht. Die hatten halt das Pech, dass Manuel Neuer im Tor stand, wobei ich auch da sagen muss, bei 1-2-10 dachte ich schon so, ey, wenn der jetzt nicht wieder einen Patzer erlaubt, ne, dann kriegen wir hier auf jeden Fall ein Gegentor geschenkt oder eingehauen. So jetzt! Die Schweiz geht mit 1:0 in Führung, weil ich den Ball nicht ordentlich verteidigen kann. Und dann ist es auch noch Shaqiri. Junge, der hat ja im letzten Spiel auch so ein richtig geiles Traumtor geschossen. Nach dem Bock vom Gegenspieler. Schöner Pass eigentlich nach hinten. Shaqiri läuft da Richtung Ball. Zimmert das Ding mit so viel Effekt und Inriss. Knapp neben den Pfosten ins Tor. Das war also wirklich genial. Der ehemalige Bayern-München-Spieler. Manometer, ich war auch verwundert, dass der auch noch spielt. Den hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Feld erwartet. Immerhin spielt er, glaube ich, nicht mehr in Europa. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Aber ja, jetzt liegen wir hier auch 1:0 hinten. Das ist natürlich nicht so schön. Und das war jetzt auch nicht so zu erwarten, nachdem wir eigentlich schon die ein oder andere Großchance hatten. Und ja, wenn ich dann den Ball spiele, darf ich den Ball nicht spielen, sagt FC 24, weil ist dann auch Schicht im Schacht. Muss man so hinnehmen. Schön auf Gündogan und der steckt den Ball nicht durch. Ah, das ist doch hier zum Mäusemelken. Mann, oh Meter. Andrich, Kimmich. Kimmich auf Musiala. Der auf, nicht auf Havertz, weil der Ball nicht direkt zu ihm kommt. Ey, wir liegen hier 1:0 hinten, Kinders. Könnt ihr euch jetzt mal ein bisschen fokussieren und dabei sein, konzentrieren und so? Da kommt der schon wieder bei und Neuer. Der Shaqiri macht mich auch fertig. So, Andrich. Groß. Gündogan. Aber jetzt läuft in den Gegenspieler. Ist das, das ist doch, Mann. Junge, soll nicht werden. Und da dachte ich, ich habe den Ball. Und dann habe ich den Ball doch nicht. Ey, ist doch nicht zum Aushalten hier. Ich wollte gerade sagen, ich blick's gerade gar nicht. Toni Kroos jetzt. Der Antreiber im Mittelfeld.
schickt Witz. Der passt ganz schön kurz auf Gündogan. Gündogan auf Havertz. Havertz. Oh, der Sommer kriegt die Pranke wieder raus. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Mann, oh wieder, das kann's nicht sein. Groß mit der Ecke. Diesmal kommt sie nicht an. Tah. Oh, und Tah kriegt den Ball auch nicht hinter die Linie gedrückt. Der Sommer ist einfach so stark gerade. Mann, der hat natürlich auch eine super Saison bei Inter Milan hinter sich. Grandios. Italienischer Meister geworden. Musiala. Oh, und wieder der Sommer. Ist doch nicht zu fassen. Ich habe gefühlt so viele Großchancen und nutze davon gerade nicht eine. Ja, das war nichts. Das war ja gar nichts. Das war ja wirklich gar nichts. Das brauchen wir uns nicht nochmal in der Zeitlupe geben. Das ist ja richtiger Mumpitz. Ey, ist doch nicht zum Aushalten. Der Neuer ist so ein guter Mann. Oh. Ja, genau. Ich schlag den Ball raus und krieg den Ball dann auch nicht raus. Oh, 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 oh. Doppelchance von der Schweiz, die nicht genutzt wird. Großes Kino. Richtig viel Glück. So, Mittelstädt. Viel Platz. Schickt Witz. Der hat noch mehr Platz. Flankt das Ding rein, der kommt an und Sommer kriegt ihn natürlich wieder gehalten. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Er steht 1:0 durch Shaqiri für die Schweiz. Wir liegen also hinten. Das war ein bisschen anders geplant. Aber ich meine, am Ende kannst du nichts machen, wenn die Schweiz uns mit Sommer davon abhält, ein Tor zu schießen. Und dann wieder der Sommer. Und Gündogan schießt das Tor, weil Sommer den Ball nicht festhalten kann. Ausgleich 1:1 durch Ilkay Gündogan, El Capitano, Jawolski, Popolski. Mann, das habe ich ja gerade echt, ich dachte schon wieder, das war wieder ein Angriff für die Katz. Aber der Sommer kriegt die Pille nicht gehalten und dann laufen wir gefühlt nur noch mit dem Ball ins Tor. Ja, herrlich. Nee, Gündogan wechseln wir noch nicht aus. Der kann ruhig noch auf dem Platz bleiben, nachdem er gerade sein Tor erzielt hat. Oh, das ist ja richtig gut. Richtig gut. Wir hoffen natürlich, oder ich hoffe natürlich, dass das Real Life jetzt nicht so kommt, dass wir 1:0 hinten liegen. Aber man weiß ja nie. Im Fußball ist ja alles möglich. Schön auf Mittelstädt, Mittelstädt. Oh, Handspiel. Ich wollte gerade sagen, das war doch definitiv ein Handspiel. Das habe ich auch selber gesehen, du. Rodriguez, oder? Ja, hat er schön die Hand rausgeholt. In der Zeitlupe sehen wir das. Ja, ja, Handspiel, eindeutig. Okay, Kai, links oben wollen wir den jetzt versenken. Und dann hoffen wir mal, dass der ins Tor geht. Ka-ching! 2:1 Führung durch Kai Havertz. Bada-bing, bada-boom, ka-ching! Ah, großartig. 2:1. Und Sommer wollte schon in die Richtung springen, hat sich dann doch überlegt, ja, den krieg ich doch nicht mehr. Lass stecken. Brauchen wir nicht. Ist Schicht im Schacht. Ey, großartig. Geil. So liebe ich das doch. Ich meine, das heißt jetzt natürlich nichts, wenn wir hier nicht wieder an den Ball kommen. Andrich. Okay, Rüdiger. Bloß keinen Fehlpass machen. Danke dafür. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt spielen. Musi schickt Kimmich stark. Kimmich auf rechts außen. Schön durchgesetzt. Kroos. Oh. Wieder so ein Fuß dazwischen, der da nicht hingehört hat. Und jetzt die Schweizer versuchen. Oh, ist der schnell. Oh, und dann laufe ich hier auch noch. Also. Ja, ist mir egal. Vorne ist okay. Ist okay.
Oder was? Abseits? Nee. Ah, okay. Xhaka. Wehe, du ballerst das Ding rein. Xhaka. Oh! Alter. War der knapp. Und jetzt. Witz. Florian Witz. Pass hoch. Havertz. Kaching! 3:1 durch Kai Havertz. Nach Vorlage von Florian Witz. Weil Xhaka zum Glück den Freistoß nicht in den Kasten manövriert hat. So konnten wir hier die Führung ausbauen von einem Tor auf 2 Tore hoch. Jawolski, Popolski, genau so muss das sein. Wenn das im Real Life auch so abläuft, umso geiler, umso schöner, umso besser. Ah, herrlich, grandios, wirklich stark. Ach, ich bin auf jeden Fall schon mal glücklich, dass wir hier eine 2-Tore-Führung haben und damit definitiv, ach, spiel den Ball auch durch, groß, Junge. Ich wollte gerade sagen, definitiv nicht mehr verlieren sollten. Ich meine, ne, noch ist Zeit für die Schweizer. Aber eigentlich ist das Ding so gut wie durch. Wenn wir jetzt hier nicht noch 2 Böcke bauen, die wir natürlich nicht gebrauchen können. Stark, Witz. Schön den Gegner pressen. Oh, er steckt den Ball wirklich noch durch. Aber Neuer hat ihn, Neuer hat ihn. Nicht. Ja, genauso wie auf der anderen Seite lässt er den Ball einfach abprallen. Und somit gibt es hier doch noch das 3:2. Mit dem Tor habe ich absolut nicht mehr gerechnet. Aber ganz ehrlich, wenn der Neuer den Ball nicht festhalten kann und ich natürlich in der Abwehr wieder richtigen Dreck spiele, ist das klar, dass hier das nächste Tor fällt. Und dann auch noch so ein knappes Außenspitzenwinkel heraus. Kloppt der Schweizer das Ding ins Tor. Ja, holla die Waldfee. Dies war ja so auf jeden Fall nicht geplant, Okafor. Also, 3:2 und es sind noch genug Minuten über, sodass sie vielleicht doch noch, wenn alles schlecht läuft, den Ausgleich erzielen können. Ja, bei diesen Pässen auf jeden Fall. Also wie kann man denn so einen Pisspass spielen? Wirklich. Kraus. Oh, Kaching, Kaching, Kaching. Musiala mit dem 4:2. Ja, holla die Waldfee, ein Torregen innerhalb dieses Spiels. 6 Tore fallen hier bis jetzt. Das ist ja riesengroß. Muss man auch erstmal so spielen. Also alleine, dass ich 2 Gegentreffer kassiert habe, ist schon hart für mich. Aber ich meine, wir haben 4 geschossen und hoffen mal, dass wir jetzt nicht noch ein drittes kassieren. Das wär schon blamabel. Oh, Glück. Richtiges Glück. Stark, Musi. Schigin. Schön auf El Capitano. Oh, wo geht er hin? Oh, den musst du doch so, den wollte ich doch, also. Kaching! Und damit ist der 3. Spieltag für die Deutschen vorbei. Die Deutschen gewinnen 4:2 gegen die Schweiz. Ob es im Real Life genauso ausweht, ob es im Real Life genauso ausgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist dein Tipp? Schreib mir den gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Sneakst du hier nochmal rein. Ich spiele alle 24 EM-Teilnehmer und schaue, wie viele Europameisterschaftstitel ich gewinnen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.